Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich Ofengemüse und ich wollte gerne mit euch teilen meine Erfolge in diesem Erntejahr und das ist mit den Süßkartoffeln. Ich habe nur eine einzige Pflanze in den Töpfchen reingestellt und das war mein erstes Mal. Und ich habe gedacht, bin gespannt, was da rauskommt. Und eigentlich so Blattmasse war gar nicht so viel. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn ich mal so ein, zwei Stück rausbekomme, freue ich mich trotzdem. Und heute möchte ich euch gerne dieses kleine Ausschnitt aus meinem Gartenvideo mal zeigen und meinen Erfolg zu zeigen, was habe ich aus dieser eine Pflanze rausbekommen. Fast 2 Kilo. Wirklich, ich habe mich wie ein Kind gefreut und lade ich euch erstmal zum Gartenvideo und dann machen wir auch noch Ofengemüse zusammen. Viel Spaß! So, mein erstes Mal Süßkartoffel. Erstmal werde ich das abschneiden, weil ich habe von meinen Zuschauern bekommen ein Tipp, dass diese Kraut kann man dann in so ungefähr 20 cm Stücke schneiden, dass die Blätter alle abreißen und ins Wasser stellen. Und dann, wenn die dann Würzelchen haben, dann die einfach in die Töpfchen setzen. Das werde ich probieren. Hier sogar Ableger sind. Super, dann nehme ich gleich Ableger. Ja. Perfekt. Das werde ich erstmal später alles machen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was in meinem Topf hier ist. Außer hier. Unkraut. War eigentlich umsonst so viel Platz wegzunehmen. Da hatte mein Kartoffel gar nichts Platz gehabt zu wachsen. Oh mein Gott! Das erste Mal, das ist echt super. Schaut hier, die sind dünn. Oh, eine Kartoffel. Oh, hat jetzt die ganze Tage geregnet, deswegen sind die so dreckig. Muss ich auch waschen. Aber wie viel? Da freue ich mich. Oh, noch eine dicke. Oh, aus einer Pflanze. Na, da kann man doch nicht mehr kommen. Das ist echt super, Janke. Habe ich nicht erwartet. So, und sagt man, die muss man jetzt so ein paar Tage warm liegen lassen. Dann kommt diese Stärke in die Kartoffel ins Zuckerwerk verwandelt. Und deswegen heißt es Süßkartoffel. Da freue ich mich echt riesig über meine Kartoffelernte. So, liebe Freunde, das ist von einer einzigen Pflänzchen so eine Ernte. Ein erstes Mal, ich weiß nicht, oder Anfängerglück oder doch ist so einfach, die Süßkartoffel anzubauen. Nächstes Jahr mache ich ein paar Pflänzchen mehr. So, nach dem Garten sind wir wieder in meine Küche. Ich habe mir schon alles vorbereitet. Das ist jetzt die Süßkartoffel, habe geschält und so eine mundgerechte Stücke geschnitten. Und ich habe die Tage mit Kürbis gearbeitet und es noch Stückchen übrig geblieben. Deswegen kam ich auch zu diesem Rezept, zu diesem Gericht. Und habe ich dann jetzt restliche meinen Kürbis auch in so eine Spalten geschnitten, auch in mundgerechte Stücken und 2 rote Zwiebeln. Natürlich, ihr könnt diese Zutaten anpassen, für wie viele Personen ihr macht. Wir sind zu zweit und das wird es voll ausreichen. Und obendrauf kann man, wie ich, Ziegenkäse nehmen. Ich habe diese Variante genommen, Natur. Oder nimmt man einfach Feta-Käse und schneidet die in Stücke und gibt dazu. Zu den Kräutern und Gewürzen habe ich folgende genommen. Pfeffer, Salz, Thymian. Thymian ist mal getrocknete für Gemüse anrühren, obendrauf frische Chili, rote Paprika, süß. Und es kann man dann variieren. Zum Beispiel zu Süßkartoffel und Kürbis passt auch Zimt. Kann man Zimt nehmen oder ich nehme heute Curry-Gewürz. Deswegen könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr mit Zimt macht oder mit Curry-Geschmack. Das geht wirklich wunderbar schnell. Einfach Gemüseschnippel und im Backofen schieben. Ich nehme so eine Form
und gebe die alle Gemüse jetzt rein. Ich mache nicht noch eine Schüssel, dreckig, dass ich die Gemüse mit Öl da rühre. Ich mache gleich in diese Form alle Gemüse rein und geben wir jetzt Öl dazu. So 3-4 Esslöffel Olivenöl kann man schon ruhig reinmachen. So, prima Daumen. 1, 2, 3, 4. Dass die Gemüse auch nicht so trocken sind. So, erstmal mit dem Öl. Einfach schön alles vermischen. Und dann kann man schon anwürzen und auch nochmal vermischen. Ich gebe Paprika edelsüß. Dann Chili. Ist meine selbstgemahlene Chili. Es ist schon scharf, weil ich püriere gleich mit den Kernen auch. Dann getrocknete Thymian. Kann man schon für so eine Mähne fast einen Teelöffel reinmachen. Thymian immer gut bei dem Kürbis und Süßkartoffel. Dann etwas von die Currygewürz. Alles nach Geschmack, liebe Freunde. Die Gewürze ist so eine Sache. Eine macht extrem vielleicht, die andere nur leicht gewürzt. Deswegen Gewürze muss man immer nach eigenem Geschmack dazu geben. Schwarze Pfeffer aus der Mühle und Salz. Alles nochmal umrühren. Und wenn ihr der Meinung seid, dass es doch etwas zu trocken ist, dann gebt ihr noch ein bisschen Öl drauf. Olivenöl auch gesund. So, alles gut miteinander verrührt. Und jetzt geben wir obendrauf unsere Stückchen Käse. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Ziegenkäse vielleicht mögt oder nicht wollt unbedingt kaufen, dann kann man auch die Feta-Käse nehmen. Danach noch ein paar Zweige von Thymian. Und geht jetzt das in den Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze ungefähr so für 25 Minuten. So, ich habe 30 Minuten im Backofen gehalten, weil ich habe dann probiert an den Kürbis und er war noch ein bisschen zu fest. Deswegen habe ich 5 Minuten länger gemacht. Probiert ihr auch nach eurem Gemüse und nach eurem eigenen Geschmack. Eine mögen richtig weich, die andere mögen noch gerne ein bisschen knackig. So, und jetzt können wir es servieren. Servieren kann man als selbstständiges Gericht oder macht man Fleisch dazu. Und wie gesagt, ob das serviert man so als vollständiges Gericht oder gibt es dazu was Fleischiges. Und bei uns ist heute den Leberkäse. Mindestens für meinen Mann werde ich das servieren. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns was Leckeres gemacht. So, ein bisschen noch dekorieren. Muss auch sein. Und was gehört Jonas dazu? Und voilà, unser Mittagessen ist fertig und können wir jetzt an den Tisch gehen und genießen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Über eure Kommentare oder Daumen hoch freue ich mich immer. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!